Berlin, Tag und Nacht. Julia Jasmin J.J. Rühli kommt zurück. Berlin, Tag und Nacht. Fans dürfen sich freuen. Julia Jasmin Rühli kommt zurück. Die Laiendarstellerin war zwischen 2012 und 2014 bei der realitätsfernen Skript Reality die Sendung dabei und kündigt nun via Social Media ihr Comeback an. Auf Facebook schrieb die gebürtige Russin, ja, es ist offiziell, ich bin ab dem 17.06 wieder täglich zu sehen auf RTL 2 bei Ed Berlin Tag und Nacht. Ich wünsche euch circa süße Träume. Eure JJ. Sie liebt es freizügig. Viele werden sich nun, zu Recht, fragen, wer ist eigentlich Julia Jasmin Rühle? Die tätowierte Berlinerin war für 2 Jahre bei Berlin, Tag und Nacht dabei. Danach versuchte sich die fleißige JJ auch als Tattoo- und Erotikmodell. Sängerin, DJ und Modedesignerin, ein echtes Multitalent eben. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich die gebürtige Moskauerin mit den dünn gezöpften Augenbrauen am liebsten in Unterwäsche oder noch weniger. Kein Wunder, dass sich ihre Fans freuen, dass sie nun wieder bei BTN dabei ist. Das ist ihr Freund. Übrigens, privat scheint JJ glücklich vergeben zu sein, an René Marschke. Ihn kennt sie bereits seit über 18 Jahren und ist sehr glücklich mit ihm. Der Berliner Barbesitzer beschreibt seine politische Orientierung auf Facebook als nicht links. Hat sein Profilbild mit einem AfD-Logo versehen und den Worten Migrationspakt verhindern und postet ziemlich eindeutige und befremdliche Parolen. Wie RTL 2, BTN und Julias Fans wohl zu diesem eindeutigen Statement von ihrem Freund stehen.